Mein Name ist Susanne Dier, ich bin Referentin im Gunda-Werner-Institut. Und zusammen mit dem Missy Magazine haben wir zu diesem großen Event eingeladen, um sichtbar zu machen, dass Feminismus nicht ein Single-Issue-Thema ist, was sich reduzieren lässt auf vielleicht Quote oder Vereinbarkeit, sondern Feminismus sind ganz unterschiedliche Perspektiven auf ganz verschiedene Themen. Und mit unserem Event wollen wir eine Plattform bieten, um die Vielfältigkeit feministischer Perspektiven und die Vielfalt feministischer Forderungen sichtbar zu machen. Heute an unserem dritten Tag haben wir auch einen Schwerpunkt zu sexueller Selbstbestimmung und reproduktiven Rechten. Und wir starten in diesem Tag mit dem Panel »Mein Bauch gehört dir – Arbeitsverhältnisse in der Fortpflanzungsindustrie«. Eine feministische Kernforderung ist die nach sexueller und reproduktiver Selbstbestimmung. Mein Körper gehört mir, ist die Forderung, die das zum Ausdruck bringt. Und in unserem Titel die Umkehrung dieser Forderung ist also eine feministische Provokation. Mein Bauch gehört dir, das macht die Reproduktionsmedizin heute vielfach möglich. Zwei Angebote auf dem Markt der Fortpflanzungsindustrie sind zum Beispiel die Eizellabgabe und die Leihmutterschaft. Beide Angebote sind in Deutschland rechtlich nicht erlaubt, aber auf dem globalen Markt der Fortpflanzungsindustrie, auf den Ausweichrouten der Reproduktion, können diese Dienstleistungen eingekauft werden. Und wir schauen heute darauf, wie sieht dieser Markt aus und welche feministischen Perspektiven können wir darauf entwickeln, was sind Forderungen. Das Recht, eine Familie zu haben und eigene Kinder zu bekommen, ist ein Menschenrecht. Und das ist der Hintergrund dafür, dass zum Beispiel in Deutschland Krankenkassen bei verheirateten heterosexuellen Paaren mit medizinischer Indikation bei ungewollter Kinderlosigkeit die Hälfte der Kosten bei einer sogenannten künstlichen Befruchtung übernehmen. Gerade in dieser Woche haben grüne Politikerinnen gefordert, hier Diskriminierung zu beenden und dieses Recht auch für nicht verheiratete und gleichgeschlechtliche Paare auszuweiten. In dieser Blickrichtung ist Reproduktionsmedizin etwas Positives und Hilfreiches. Doch der Markt der Fortpflanzungsindustrie ist ein globalisierter und der Blick auf den unerfüllten Kinderwunsch ist eben nur eine Blickrichtung. Und wir gucken heute in die andere Richtung und fragen, wie ist es um das Recht von Leihmüttern und Eizellgeberinnen bestellt, um ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung? Wie sehen die Arbeitsverhältnisse in der Fortpflanzungsindustrie aus? Zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich heute unsere Gäste. Und sie werden auch noch ausführlicher vorgestellt von unserer Moderation. Ich möchte natürlich aber diesen Rahmen nutzen, um auf zwei Publikationen unserer Gäste hinzuweisen, über die wir uns sehr freuen. Und zwar zum einen, ich halte es in die Kamera, den Essay von Christa Wichterich, den wir hier in der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Gunda-Werner-Institut herausgegeben haben, zum Begriff der sexuellen und reproduktiven Rechte. Er ist ganz neu erschienen, auf Deutsch und auf Englisch und wird auch noch in anderen Sprachen übersetzt. Und Sie können dieses Heft mitnehmen draußen. Sie können es auch im Internet finden, auf unserer Website, als E-Book oder als PDF und sich da weiter einlesen. Ja, und ebenfalls ganz frisch erschienen ein Buch, an dem Susanne Schulz mitgewirkt hat. Sie ist Teil der Herausgeberinnengruppe Kitchen Politics und erschienen diese Woche dieses kleine, wundervolle Buch mit dem Titel »Sie nennen es Leben, wir nennen es Arbeit. Biotechnologie, Reproduktion und Familie im 21. Jahrhundert«. Sie können dieses Buch auch draußen auf dem Buchtisch käuflich erwerben oder bestellen im Internet. Und ich möchte Sie jetzt hier schon ganz herzlich einladen zur Book Release Feier am 19. November um 19:30 im Cafetisch hier in Neukölln in Berlin. Ja, diese beiden Publikationen sind der Hintergrund und das Spannungsverhältnis, um das es heute geht. Und bevor es losgeht, möchte ich jetzt hier nochmal ein Dankeschön aussprechen an alle, die hier im Haus, im Tagungsbüro, in der Technik, in der Koordination im Gunda-Werner-Institut daran mitwirken, hinter den Kulissen, dass dieses Event hier möglich ist. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass auch hier diese Debatte heute ins Netz übertragen wird und dass im Rahmen der Veranstaltung Foto-, Ton- und Filmaufnahmen stattfinden.
Wenn Sie also auf einem Bild drauf sind und das nicht möchten, dann setzen Sie sich nochmal mit mir in Kontakt. Dann können wir Ihr Bild nicht veröffentlichen. Außerdem darf ich Sie darauf hinweisen, wir haben Auswertungsbögen auch draußen liegen und ja, geben Sie uns gerne Rückmeldung, was Sie gut fanden, was Sie vermisst haben, was Sie hier weiter diskutieren möchten. Ja, und jetzt möchte ich an unsere Moderatorin übergeben, Ulrike Baureitl. Ulrike Baureitl ist Journalistin und Lehrbeauftragte an Universitäten. Sie hat unter anderem die Wochenzeitung Der Freitag mitbegründet und sie schreibt seit Jahren zu Schwerpunktthemen wie die Entwicklung der Gen- und Reproduktionstechnologien, Gesundheitsthemen und soziale Ungleichheit, ist also eine Expertin auch auf diesem Feld. Vielen Dank, dass du da bist, Ulrike. Ich übergebe dir das Wort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Susanne, für die Einführung. Ich freue mich, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen, dass Sie heute hier sind. Das ist ja auch eine kleine Entscheidung gewesen, weil heute am Neuendorfplatz gerade eine Demonstration zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung losgeht. Aber wir haben mit Sicherheit auch ein ganz wichtiges Thema hier heute zu verhandeln. Ich möchte Ihnen, bevor ich die beiden Referentinnen vorstelle, ganz kurz sagen, was Sie hier heute erwartet. Wir machen hier einen kleinen Input jeweils der Referentin. Ich mache ganz kurze sachliche Nachfragen. Ich versuche dann anschließend auch relativ kurz die beiden noch ein bisschen ins Gespräch zu bringen, möchte dann aber relativ schnell das Podium ins Plenum öffnen, damit Sie Fragen stellen können bzw. diskutieren können, weil ich glaube, dass das, was hier heute Vormittag vorgetragen wird, so viel beinhaltet, dass wir mit dieser anderthalb Stunden überhaupt nicht auskommen, sondern noch viel länger darüber reden könnten. Zu meiner Rechten sitzt Christa Wichterich. Christa Wichterich ist Entwicklungssoziologin. Sie hat im Iran, im Irak, in Indien gelehrt. Sie war Auslandskorrespondentin in Afrika, hat über die dritte Weltfrauenkonferenz in Nairobi berichtet und hat ein riesiges thematisches Portfolio, wenn man das mal so sagen darf. Also sie arbeitet über Frauenpolitik, Frauenarbeit, Ökologie, Entwicklungszusammenarbeit und vieles andere. Sie hatte jetzt bis vor kurzem noch eine Gastprofessur in Kassel inne zu Geschlechterpolitik, ist im Moment am Zentrum für Geschlechterstudien an der Universität Basel, arbeitet weiterhin als freie Publizistin und ist aktiv im europäischen Frauennetzwerk WIDE, Women in Development Europe. Ihr letztes Buch möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen, Gleich, Gleicher, Ungleich, Paradoxien und Perspektiven von Frauenrechten in der Globalisierung, was ich Ihnen sehr empfehle. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns beide sehr lang, deswegen haben wir uns verabredet, wir bleiben beim Boom. Gut, schön, dass du da bist. Zu meiner Linken sitzt Susanne Schulz. Sie hat an der FU Berlin promoviert, war auch Stipendiatin bei der Heinrich-Böll-Stiftung und zwar zum Thema internationale Bevölkerungspolitik und Frauengesundheitsbewegung. Sie ist seit langem aktiv in internationalistischen Bewegungen und feministischen Gruppen zu diesem Thema. Sie war Redakteurin beim Genethischen Informationsdienst, daher kennen wir uns sehr lange. War zwischendurch Referentin für Lateinamerika bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Momentan forscht sie im Rahmen eines DFG-Projekts zum Thema Demografisierung des Politischen, ein ganz spannendes Thema, wie ich finde, und hat im Moment ganz frisch gebacken eine Gastprofessur an der Universität in. Schön, dass du da bist. Guten Tag. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen gleich in Medias Res. Wir haben uns verabredet, dass Susanne anfängt mit dem Thema Eizellspende. Nachher wird uns Christa nach Indien entführen und über Leihmutterschaft referieren. Ja, hallo. Schönen Dank, dass ich hier sprechen kann.
Ich möchte als erstes mal kurz vorstellen, über was ich jetzt hier sprechen werde, also die Gliederung des Vortrags. Zum Ersten möchte ich einen kleinen Infoblock bieten zum Thema, wie sieht Eizelltransfer heute international aus, wie funktioniert das überhaupt. Als Zweites würde ich gerne aus dem gerade vorgestellten Buch, von Susanne dir vorgestellten Buch, die Thesen von Melinda Cooper und Kathleen Waldby kurz darstellen, die eben sagen, Eizelltransfer und auch Leihmutterschaft kann nur als Arbeitsverhältnis analysiert werden. Und als Drittes möchte ich dann ein bisschen ausführlicher darüber diskutieren, politisch, was das denn heißen würde, politisch, also diese Verhältnisse als Arbeitsverhältnisse zu bezeichnen, und komme da auch ein bisschen zu ambivalenten Ergebnissen, die ich auch gerne hier diskutieren würde. Und als Viertes vielleicht noch so einen Fluchtpunkt, utopischen Fluchtpunkt, um was könnte es in Bewegung überhaupt zu diesen Themen gehen. Okay, jetzt erstmal der Infoblock. Zum Ersten möchte ich sagen, was mir nicht immer gelingt, ich versuche den Begriff der Eizellspende zu vermeiden, der einfach gang und gäbe ist in der öffentlichen Debatte, weil es einfach nicht um eine Spende geht, um eine altruistische Spende. Beim Eizelltransfer ist immer Geld im Spiel, und deswegen finde ich es besser, neutral von Eizellabgabe oder Eizelltransfer zu sprechen oder auch Eizellhandel. Was passiert nun, wenn eine Frau ihre Eizellen abgibt im Rahmen eines solchen Eizelltransfers? Medizinisch läuft das erstmal so ab, dass sie zweimal eine Hormongabe bekommt, also erstmal eine Hormongabe, um ihren Zyklus zu unterbrechen. Das ist notwendig, damit sie eingetaktet wird im Zyklus mit der Empfängerin, damit die sozusagen zum gleichen Zeitpunkt ihren Menstruationszyklus haben. Und als Zweites gibt es dann die entscheidende Hormongabe, um eben die Eizellreifung in den Eierstöcken zu stimulieren und eben zu erreichen, dass mehr als eine Eizelle pro Zyklus halt reift und dann eben auch operativ, das ist dann der dritte Schritt, operativ entnommen werden kann. Das ist also ein monatelanges Verfahren mit auch vielen Arztbesuchen, Checks und diversen Risiken. Deswegen bin ich der Meinung, dass das absolut nicht mit Samenspende vergleichbar ist oder Samenabgabe. Was ein Problem ist, also das Hauptproblem, das gesundheitliche, ist eben, dass es möglicherweise ein Hyperstimulationssyndrom geben kann. Das geschieht dann, wenn die zweite Hormongabe, also die Hormongabe zum Stimulieren der Eizellreifung, dazu führt, das passiert in bis zu 5% der Fälle, dass es zu Übelkeit, Erbrechen im harmlosen Fall kommt, aber auch eben möglicherweise zur Ansammlung von Flüssigkeit in der Bauchhöhle, zum Anschwellen des Unterleibs, bis eben zu Syndromen einer gefährlichen Atemnot, Leberfunktionsstörungen und auch Nierenversagen. Also es gibt auch tödliche Fälle, das ist allerdings sehr selten, aber dieses schwerere Hyperstimulationssyndrom ist schon doch relativ häufig und sollte deswegen nicht vernachlässigt werden. Besonders ist auch noch zu betonen, dass es eben bei einer Eizellabgabe im Rahmen solcher Verträge oder solcher Transfers für eine andere Frau dazu kommen kann, dass die Risiken eher noch erhöht werden. Also üblich ist dieses Verfahren ja auch in der normalen Reproduktionsmedizin bei IVF. Aber der Unterschied ist, dass da oft sehr junge Frauen rekrutiert werden, bei denen das Risiko höher ist und dass immer die Gefahr besteht, dass zu viele Hormone gegeben werden, weil eben dann auch mehr Eizellen reifen. Also wenn es um ein Geschäft geht, ist die Frage, wo da die Grenzen dann auch sind. Bisher geschieht, wie gesagt, das ganze Verfahren immer noch so, dass die beiden Personen, also die Empfängerin und die Geberin, am selben Ort sind, auch wenn die Abgabe anonym verfolgt, in derselben Klinik, zum selben Zeitpunkt, weil eben die Eizellen heute immer noch hauptsächlich frisch verwendet werden. Die galten bisher als sehr vergängliches Gut. Inzwischen gibt es neue Freezing-Verfahren, und die Zukunft dieser ganzen Politik der Eizellökonomie wird wahrscheinlich daran liegen, dass es eben auch zentralisierte Eizellbanken geben wird und die nach ganz anderen Verfahren nochmal funktionieren werden. Aber die Eizellabgabe wird natürlich dasselbe Problem dabei sein. Wie schon gesagt, ist es in der Reproduktionsindustrie fast unmöglich, Frauen zu finden, die eben umsonst ihre Eizellen abgeben, diesem Verfahren sich unterziehen. Deswegen ist prinzipiell eben Geld im Spiel. Wie das nun geschieht, ist unterschiedlich. In den USA ist es ein offen kommerzialisierter Markt. Da gibt es Frauen, die Anzeigen oder Paare, die Anzeigen aufgeben, biete bis zu $50.000 für Eizellen einer blonden, sportlichen Elite-Studentin. Normale Preise sind dann eher für die, die das nicht bieten können, diese ganzen angeblich genetischen Eigenschaften, 3.000 bis $5.000.
In Europa ist es immer noch so, dass eine offene Kommerzialisierung von Körpersubstanzen aus verschiedenen Gründen nicht erlaubt ist, also zumindest auch geächtet ist. Es gibt einmal die Oviedo-Konvention, die von Deutschland allerdings nicht ratifiziert ist, die das verbietet. Es gibt die Gewebe-Richtlinie der Europäischen Union, die auch in deutsches Recht überführt ist. Deswegen gibt es unterschiedliche Formen, wie eben das Kommerzialisierungsverbot umgangen wird. In Spanien, wo sehr viele Frauen aus Deutschland hingehen, um Eizelltransfer zu bekommen, ist es üblicherweise so, dass eben dann eine Aufwandsentschädigung von den privaten Kliniken bezahlt wird, so um die 1.000 Euro. Und es sind vor allem Migrantinnen, arme Studentinnen und Arbeiterinnen, die dann dieses Geld auch, also die das machen, um dieses Geld zu verdienen. In Großbritannien hat es auch eine schleichende Ausweitung dieses Finanztransfers. Gibt es auch, also das ist inzwischen so, dass £750 bezahlt werden bei einem Zyklus sozusagen. In Deutschland ist ja der Eizelltransfer nicht erlaubt, weil die Eizellen nicht zu einem anderen Zweck befruchtet werden dürfen, als in den Körper der Frau wieder einzupflanzen, von der sie stammt, nach dem Embryonschutzgesetz. Es gibt aber massive Vorstöße aus der Reproduktionsmedizin, das Embryonschutzgesetz in Frage zu stellen und Vorschläge für ein Fortpflanzungsmedizingesetz. Bekannt ist der Augsburg-Münchner Gesetzentwurf 2013, der also sehr nah an der Lobby der Reproduktionsindustrie ist und der sehr weitgehend ist und vom Deutschen Ethikrat auch diskutiert wurde als anscheinend entscheidender Vorschlag 2013. Da ist vorgesehen, dass es ein Grundrecht auf Fortpflanzung gibt, also ein Menschenrecht sozusagen, und dass der Staat grundsätzlich keine dieser Technologien, die das ermöglichen, verbieten darf als Grundrechtsschutz. Das ist so die Idee davon. Deswegen soll eben da auch Eizelltransfer, Leihmutterschaft und so weiter auch erlaubt werden. So, der letzte Punkt zum Infoblog ist noch die Frage, wie oft geschieht das denn hier eigentlich? Die Zahlen sind sehr schwierig zu ermitteln. Petra Thorn hat 2008, das ist also auch schon eine Weile her, mal das sogenannte reproduktive Reisen versucht zu erfassen und hat gesagt, es gibt also in Europa 30.000 Behandlungszyklen, so wird das immer gerechnet pro Behandlungszyklus, wo eben Personen, also Paare oder Frauen alleine in ein anderes Land gereist sind, um da ein Verfahren zu bekommen, und die allermeisten sind Eizelltransfers. Für Deutschland hat sie diese Zahl mit 2.000 Paaren angegeben, und das seien 8% der Behandlungszyklen, die insgesamt in Deutschland gemacht würden. Also schon eine relevante Zahl, ne? Auch wenn jetzt 2.000 vielleicht nicht viel ist. Ich denke, das hat sich inzwischen auch erhöht. Insgesamt vielleicht noch, um so über allgemein zur Reproduktionsmedizin so einen Überblick zu haben, 1,5% aller Kinder, die derzeit geboren werden, werden auf der Grundlage von reproduktionsmedizinischen Verfahren in Deutschland geboren. In Dänemark sind es zum Beispiel so 3,5%. Okay, das ist der Infoblock. Jetzt der zweite Punkt. Da springen wir jetzt ein bisschen in die Theorie und die Analyse. Melinda Cooper und Catherine Waldby sagen, Eizellabgabe ist ein Arbeitsverhältnis. Sie machen das aus einer feministisch-marxistischen Analyse heraus und begründen das durch eigentlich drei wichtige Punkte. Einmal sagen sie, es ist notwendig, den ökonomischen Beitrag der Eizellarbeiterinnen eben auch sichtbar zu machen. Das haben sie vor allem in Bezug auch auf die Stammzellforschung gesagt, wo auch Eizellen gebraucht werden, also für die Klonforschung insbesondere. War vor einigen Jahren ein Riesenthema, ist jetzt ein bisschen abgeflaut. Könnten wir aber genauso eben auch für die Reproduktionsindustrie sagen, der ökonomische Beitrag der Eizellarbeiterinnen. Der zweite Punkt ist, dass es eben hier um ein ökonomisches Ausbeutungsverhältnis geht. Das heißt, wenn wir jetzt die Eizellanbieterin als freie Verkäuferin sehen würden, die als Eigentümerin ihres Körpers, die sozusagen in einem informed consent, in einer freiwilligen Zustimmung ihre Eizellen verkauft, ist das insofern nur eine Seite der Medaille, weil es eben eine doppelt freie Eizellarbeiterin ist, wenn wir jetzt das mit Marx sagen würden, weil sie auf der anderen Seite ist auch frei von anderen existenzsichernden Möglichkeiten und sozusagen insofern auch auf der zweiten Seite der Freiheit auch dazu gezwungen ist, die Eizellen zu verkaufen. Das ist also ein Punkt, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist auch, dass sie sagen, wir müssen dieses merkwürdige Verhältnis, dass es da immer über Spenden geredet wird und altruistische Taten von Frauen, auch das in eine Kontinuität setzen von denjenigen Arbeiten, die sozusagen aus Liebe gemacht werden, also im Kontext reproduktiver Arbeiten.
Und diese Arbeiten, wo aber doch auch gleichzeitig Geld fließt, in diesen Zwischenbereich einordnen, zwischen einerseits unbezahlter Frauenarbeit aus Liebe, andererseits Lohnarbeit als Vertrag. Und dieser Zwischenbereich ist ja auch eine Kontinuität, den Sie auch in Richtung kolonialer, rassistischer Ausbeutung und Geschichten auch setzen. Also da geht es um die Kontinuität der Ammen, der Sexarbeit, der bezahlten Hausarbeit. Und Ihr Plädoyer ist eben zu sagen, es hilft nicht, sozusagen diese Eizellabgabe wieder in den Bereich der unbezahlten Arbeit einfach zu schieben. Das würde sozusagen nur diese Trennung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit in der kapitalistischen Vergesellschaftung nur bestätigen, statt sie gerade an dieser Schnittstelle auch in Frage zu stellen. Gut, soweit die Thesen von Melinda Cooper und Catherine Waltby. Jetzt meine eigene Perspektive darauf. Erstmal die Frage, was heißt denn das jetzt, wenn das ein Arbeitsverhältnis ist? Brauchen wir dann Gewerkschaften der Eizellarbeiterinnen? Brauchen wir eine Abschaffung des Verbots der Eizellabgabe? Also das ist auch das, was politisch Cooper und Waltby sagen. Und stattdessen bessere Arbeitsbedingungen. Sie paralysieren das übrigens sehr stark mit der Frage der Sexarbeit und einer Kritik an einem protektionistischen und paternalistischen Staat. Eine solche Schlussfolgerung widerspricht aber meiner und auch unserer Geschichte des genetischen Netzwerkes und auch vieler anderer feministischer Aktivitäten in einer grundsätzlichen Kritik dieser Ausbeutungsverhältnisse und auch im Grunde in einem Plädoyer, das Verbot oder eben das nicht, dass es nicht stattfindet, aufrechtzuerhalten, um solche Verhältnisse nicht weiter zu etablieren. Wir sind deswegen in dem Buch auch in Diskussion mit den beiden gegangen, auch in der Diskussion, also in einem Interview. Und meine Position nach einigem Nachdenken, aber ich bin da auch wirklich noch nicht zum Ende gekommen, ist eigentlich zwei Dinge zu sagen. Also erstens, ja, das ist ein Arbeitsverhältnis, aber es können andere politische Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Das werde ich ein bisschen ausführen gleich. Und zweitens, diese Perspektive auf ein Arbeitsverhältnis reicht aber auch nicht aus, um diese Eizellabgabe politisch zu diskutieren und zu verstehen. Jetzt erstmal zu erstens, wenn wir dies als Arbeitsverhältnis fassen, bleibt ja trotzdem die Frage, wollen wir diese Arbeitsverhältnisse haben? Was ist zum Beispiel mit den Risiken? Können wir das nicht durch einfache Arbeitsschutzregelungen schon? Im Grunde muss solche Arbeit nicht verboten werden, wenn es um Arbeitsschutz geht, wenn es um die Risiken der Hormonstimulation zum Beispiel geht. Was ist auch mit einer politischen Perspektive einer Arbeitsverweigerung? Und wie bewerten wir auch die Tatsache, dass eben im Moment nicht die bereits existierenden Arbeiterinnengruppen die Aufhebung des Verbots fordern, also da sind mir auf jeden Fall keine bekannt, sondern es ist die Reproduktionsmedizin, die eindeutig ihren Markt erweitern will und ihre Möglichkeiten. Das ist schon ein Unterschied zu den Kämpfen um Sexarbeit, wo ich da auch auf einer anderen Seite stehe und sage, das ist wichtig, das als Arbeitsverhältnis zu sehen und nicht zu kriminalisieren. Ein weiterer Unterschied, würde ich sagen, ist keine dauerhafte Berufsmöglichkeit und Beschäftigungsmöglichkeit. Also wenn das Frauen dauerhaft machen, ist es eine sehr gefährliche und noch riskantere Tätigkeit und sowieso keine, die dauerhaft sozusagen existenzsichernd ist. Deswegen wäre die politische Frage, die ich aber juristisch auch nicht beantworten kann, wäre es möglich, den Konservatismus des Embryonenschutzgesetzes hinter uns zu lassen und stattdessen Arbeitsschutz zu sagen? Die meisten, denke ich, die darüber diskutieren im Moment, sagen pragmatisch, wir müssen am Embryonenschutzgesetz festhalten, weil alles andere Gefahr birgt, dass eben die Interessen der Reproduktionsmedizin gerade so groß sind, dass wir da keinen solchen Arbeitsschutz durchkriegen würden und auch andere Fragen, was eine Grenzverschiebung einfach gibt. Okay, das zum Thema Arbeit. Mein zweiter Punkt ist aber, dass es eben nicht ausreicht, dieses Thema als Arbeit zu sehen. Ich denke, da habe ich jetzt auch noch mal vier Punkte, was weiterhin noch zu diskutieren ist. Einmal denke ich, es geht um eine Verschiebung der Inwertsetzung von Körperteilen. Das habe ich ja schon ein bisschen angesprochen mit dem Kommerzialisierungsverbot. Da denke ich, müssen wir unbedingt dran festhalten. Das ist auch essentiell, finde ich, an dem Verbot von Kommerzialisierung von Körperteilen festzuhalten. Frage ist aber, was machen wir mit existierenden Regulierungen der Entschädigung, die es im Moment schon gibt, wenn die jetzt einfach nur abgeschafft werden oder reduziert werden wieder, damit es Pseudospenden sind, würde das zulasten derjenigen gehen, die dann einfach nur weniger verdienen. Also so kann das nicht gehen, sondern da müssen andere internationale Bündnisse und andere Strategien auch überlegt werden. Das Zweite ist, dass die Eizellabgabe überhaupt ja nur in einem Markt geschieht, wo es eine Biologisierung von Verwandtschaft ganz zentral gibt, also wo es ganz wichtig ist, das eigene Kind zu bekommen.
Genetisierung ist es nicht in dem Sinne, dass ich meine Gene unbedingt weitergeben will, aber schon in dem Sinne, dass versucht wird, durch verschiedene Verfahren in der Eizellabgabe eben möglichst so vermeintlich eigene biologische Verwandtschaftsverhältnisse herzustellen, indem zum Beispiel da also viel investiert wird in das Matching, also dass die Eizellgeberin ähnlich aussieht, ähnlich wiegt, ähnlich groß ist wie die, ähnliche Augen hat, ähnliche Hautfarbe, ähnliche Haarfarbe, wie die, die das dann bekommt. Da spielen auch nach Sven Bergmann, der da viel zu recherchiert hat, in Spanien Rassekonstruktionen eine Rolle, wie angegeben wird in den Karteien, was die Eizellgeberin für eine Rasse hat und so weiter. Das ist also auch auf jeden Fall ein Thema, was zu diskutieren wäre, wozu brauchen wir das überhaupt? Und das hängt ganz eng zusammen mit meinem dritten Punkt, nämlich dass es im Rahmen einer, ich würde mal sagen, so einer Kinderwunschmaschine passiert, die heutzutage enorm angetrieben wird. Ich würde nicht sagen, dass es einfach von oben passiert, sondern dass es ein gesellschaftliches Phänomen ist, wo viele daran beteiligt sind, aber was trotzdem zu reflektieren wäre. Also inwieweit brauchen wir das Projekt des eigenen Kindes als, wie es in dem Gesetz der Münchner Augsburger steht, sogar als personale Identität. Also die sagen, es ist ein wichtiges Element der personalen Identität, deswegen Grundrecht auf Fortpflanzung und Grundrecht auf diese ganzen Technologien. Also die Frage, das Kind als Projekt ist vielleicht ein wichtiges Thema und welche anderen Möglichkeiten es gibt, mit Kindern zu leben, kollektiv zu leben, nicht einsam zu sein, Sorgenetzwerke zu haben und so weiter. Ja, und der vierte Punkt, den werden wir heute Abend wahrscheinlich noch ausführlich diskutieren, ist die Tatsache, dass die Reproduktionsindustrie eben auch eingebunden ist in die ganze Frage der eugenischen Qualitätssicherung. Das heißt, dieselben, die eben auch den Eizelltransfer anbieten, bieten auch die Präimplantationsdiagnostik an, bieten die Pränataldiagnostik an. Also es gibt viele Mechanismen, um dann dieses mit vielen Mühen hergestellt Kind auch qualitativ hochwertig zu gestalten, also um mal ganz bösartig das zu sagen. Ne? Und ich finde, das sind so ein weiterer Punkt, wo wir kritisch drüber diskutieren müssen. Okay, dann habe ich eigentlich jetzt nur noch so als vierten Punkt zum Abschluss, in welchen Fluchtpunkten können wir darüber diskutieren. Ich wurde auch gefragt, mit wem? Das ist gar nicht so einfach, weil es gar nicht viele Bewegungen, Organisationen gibt, die im Moment kritisch dazu arbeiten. Wir haben in den USA mit dem Center for Genetics and Society zu tun. Es gibt einzelne Expertinnen, die dazu arbeiten, aber es gibt keine großen Bewegungen oder Netzwerke, würde ich im Moment sagen, die dazu kritisch aktiv sind. Deswegen nur so als Quintessenz von meinem Vortrag. Eine wichtige Sache auch für eine queer-feministische Diskussion, eine Aneignung der Technologien, die ja auch in bestimmter Hinsicht auch durchaus berechtigt ist. Also es muss nicht der heteronormative Sex sein, der zum Kind führt. Trotzdem finde ich, dass die Grenze sein sollte und keine Ausbeutung und keine Gesundheitsgefährdung Dritter dabei. Und auch keine selektiven Maßnahmen, kein Qualitätscheck oder sowas. Also das finde ich, sollten zumindest immer die Grenzen sein, die wir jetzt gemeinsam diskutieren sollten. Die zweite Frage ist, was ich schon angesprochen habe, die Frage, welche Art von Zusammenleben mit Kindern und ohne Kindern, welche Form der Kollektivität, des Kampfes gegen Einsamkeit, der Bezugnahme aufeinander wollen wir? Muss es das Projekt eigenes Kind sein und noch genetisch am besten möglichst oder biologisch in Bezug zu uns? Und dann vielleicht als drittes, realpolitisch fände ich es wichtig, einfach nochmal zu überlegen, welche Bündnisse können wir schließen, gegen eine Kommerzialisierung von Körpersubstanzen. Macht es Sinn, als zweiten Punkt Arbeitsschutz auch in den Vordergrund zu stellen, im Sinne aber auch eines Verbots solcher Arbeitsverhältnisse? Das ist aber, finde ich, eine offene Diskussion und da können wir zusammen weiter diskutieren. Ja, vielen Dank, Susanne Schulz. Nur zwei Fragen. Ich habe ganz zwei kurze Nachfragen an dich. Die eine ist ganz konkret, gibt es irgendwo belastbare Zahlen, wie viel Umsatz mit Eizellspende gemacht wird? Weiß ich nicht, nee. Ich weiß, dass es für die Leihmutterschaft irgend sowas gibt für Indien, aber für Eizellspende weiß ich das nicht. Okay. Eizellspende, sage ich schon. Eizellhandel. Eizellhandel, Handel eigentlich, ne? Handel, genau. Und du hast vorhin angedeutet, also einen kleinen Ausblick auf Social Freezing gemacht, also dieses Verfahren, dass Frauen hingehen, prophylaktisch ihre Eizellen einfrieren lassen und in diesem Zuge Eizellbanken eingerichtet werden.
und sagt, dass das Problem würde sich dadurch nicht lösen. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil es ist ja dann zumindest nur eine Frau, also die Frau, die sozusagen ihre Eizellen einfriert, um selbst um selbst ein Kind zu kriegen und die sozusagen diese Eizellen schon hat, würdest du da nicht doch einen gewissen Unterschied sehen? Das war ein Missverständnis. Ich meinte nicht das Social Freezing damit, sondern ich meinte, dass das ja auch das Social Freezing, was ich nenne, braucht Eizellbanken und diese Eizellbanken können genauso genutzt werden, um für andere die Eizellen bereitzustellen. Also wie das bei den samenspendenden Banken ja schon ist, mit ganz vielen Kriterien, welche Eizellgeberin suche ich mir denn dann dafür aus, genauso wie das bei den Samenbanken so ist. Und dann kann man international unglaublich viele Frauen rekrutieren, die irgendwann dann irgendwo ihre Eizellen sozusagen unter diesem gesundheitsriskanten Verfahren abgeben. Und das wird dann da von irgendeiner zentralisierten Eizellbank sozusagen gespeichert und international angeboten. So wird die Zukunft sein, denke ich, ja. Okay, das war's erstmal. Ich würde sagen, wir gehen sofort über zu Christa Wichterich, die uns mit nach Indien und in die Welt der Leihmutterschaft nimmt. Ja, kann ich sitzen bleiben? Können Sie mich so sehen? Oder? Okay, gut. Ja, wenn wir jetzt zur Leihmutterschaft kommen, beschäftigen wir uns mit einem anderen, ich würde mal sagen, Baustein oder Schritt oder Prozess in der aktuellen Rekonfiguration von Reproduktion, die wir ja erleben, und zwar in einem transnationalen Maßstab. Und die Samenabgabe und Eiabgabe und die Leihmutterschaft sind ein Teil in diesem Mosaik, das sich da neu zusammensetzt. Aber diese Teilung, die Spaltung der einzelnen Teile und die Aufspaltung der Arbeit, der Prozesse und der Arbeitsprozesse, neue Arbeitsteilungen, sind eine Voraussetzung dafür, dass hier in einen Bereich die Ökonomisierung voranschreitet, also der Markt eindringt, wo er vorher nicht war. Dass also einzelne Teile, wie jetzt Eizellen, Samen, der Uterus einer Frau, den sie dann vermietet, dass die als Ware auf den Markt getragen werden können. Also diese Abspaltung ist eine Voraussetzung für diesen Prozess. Ich möchte einsteigen mit drei Beispielen von Babys, die nach In-vitro-Fertilisation geboren worden sind. Das erste ist das bekannteste, 1978, Luise Braun wurde damals als das erste Test-Tube-Baby gefeiert und war das erste Produkt sozusagen dieser modernen Reproduktionstechnologien. Ich habe die Zahl gefunden, dass inzwischen 3 Millionen Babys nach In-vitro-Fertilisation seitdem geboren worden sind, weltweit. Das Narrativ, das damit begründet wurde, ist, es ist technisch machbar. Es gibt eine technische, individuelle Lösung für Unfruchtbarkeit, ohne sie aber irgendwie sozial zu diskutieren und zu bearbeiten. Und die Idee eines Rechts auf ein eigenes Kind wurde durch diesen technischen Möglichkeiten ungeheuer vorangetrieben. Und da spielt dann auch das alte, feministisch geforderte Recht auf Selbstbestimmung natürlich rein. Das zweite Beispiel ist Baby M aus den USA, 1986, hat eine Leihmutter, die selbst die Eizellgeberin war, ein Baby geboren, es nach einem Vertrag an den Vater und dessen Ehefrau abgegeben, aber nach einer Woche gesagt, ich möchte das Kind zurückhaben, ich empfinde so eine starke Bindung an das Kind, ich will das dem Vater nicht überlassen. Und einen ähnlichen Fall gab es 10 Jahre später in den USA, dass eine afroamerikanische Mutter, die nicht selbst die genetische, also nicht die Eizellgeberin war, hat auch, nachdem sie das Kind geboren und abgegeben hat, gesagt, ich will es zurückhaben, ich will es behalten. Und in beiden Fällen sind die gebärenden Mütter vor Gericht gezogen. In beiden Fällen haben die Väter Recht bekommen. Und das Kind ist an die Bestelleltern
gegangen. Ich erwähne auch noch den zweiten Fall mit der afroamerikanischen Mutter, weil das in den USA ja, die Erinnerung an die Sklaverei und die Diskussionen darüber hochgebracht hat und klar macht, dass ein ganz starkes Ungleichverhältnis, und zwar ein rassifiziertes Verhältnis, in der Leihmutterschaft angelegt ist. Und der dritte Fall ist im letzten Jahr Baby Gammy. Da hat eine thailändische Leihmutter ein Zwillingspaar geboren und die japanischen Eltern, japanischen oder australischen, die australischen Bestelleltern haben nur das gesunde Kind abgenommen und das Kind mit Trisomie 21 nicht. Und das ist dann bei der japanischen, bei der thailändischen Leihmutter geblieben. Und das hat noch einmal dem Diskurs einen Auftrieb gegeben, nicht nur ein Recht auf ein eigenes Kind, sondern auch ein Recht und damit auch eine Pflicht der Leihmutter oder dieser Reproduktionsindustrie, des Marktes, auf ein gesundes Kind. Recht auf ein gesundes Kind, gesundes eigenes Kind. So, diese drei Eckpunkte markieren das Terrain, über das wir hier reden. Wir haben eine biopolitische Landkarte von Legalisierung und Illegalisierung. Susanne hat schon gesagt, Leihmutterschaft ist auch bei uns verboten, aber es gibt eine Reihe Länder, wo sie offen legalisiert ist. Es gibt eine Reihe von Ländern, wo der Zustand einfach nicht geklärt ist und wo sie nicht verboten ist, ist natürlich eine große Chance, dass die Industrie da neue Märkte erschließt. Und wir haben Länder, wo Teilverbote eingeführt worden sind, zum Beispiel Russland und Indien, haben vor ein paar Jahren gesagt, Leihmutterschaft ist eigentlich legal, aber es darf nur für heterosexuelle verheiratete Paare sein, also nicht für gleichgeschlechtliche Paare. Was wir beobachten, ist ein Reproduktionstourismus und Ausweichrouten, die sich auftun, dass also diejenigen, die das machen wollen, gehen dahin, wo es legal ist und suchen dann Wege aus der Illegalität hinaus. Ich kann am meisten sagen über Leihmutterschaft in Indien, weil ich mich damit am intensivsten beschäftigt habe. In Indien ist auch die Industrialisierung des Bereichs und die Normalisierung inzwischen schon am weiten fortgeschritten, auch weil eine staatliche Förderung dieser Branche stattfindet. Es ist eine Boombranche und der Staat fördert das, wie er andere Exportindustrien fördert. Also Medizintechnologie kann steuerfrei eingeführt werden und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt dahin gucken, was dieser Markt, was diese Industrie ist, sehen wir schon eine ganz ungeheuer komplexe Verflechtung. Auf der einen Seite der biowissenschaftlich-industrielle Komplex. In Indien haben inzwischen 3000 Kliniken eine Lizenz dafür, dass sie In-vitro-Fertilisation legal durchführen dürfen. Und damit, das ist immer der Einstieg auch zur Leihmutterschaft. Dann steht natürlich die Pharmaindustrie dahinter mit den Hormongaben, die gemacht werden müssen und die zum Beispiel einen großen Teil des Umsatzes und der Gewinne ausmachen in dieser Branche. In Indien, ja, wie gesagt, diese Kliniken. Was dann interessant ist, jetzt aus einer ökonomischen Perspektive für mich, sind diese ganz, ganz vielen Vermittlungsagenturen, die so als eine Zwischenebene da auftreten, am ausgeprägtesten in den USA, haben wir eben schon gehört, aber das ist in Indien auch sehr ausgeprägt. Die arbeiten lokal, aber auch transnational. Also da gibt es dann Kooperationen zwischen einer indischen und einer in den USA oder in anderen Ländern, wo zum Beispiel Eizellen gespeichert werden oder in Banken angelegt werden.
Es gibt Rechtsberatung, also der legale Bereich kommt da rein. Juristische Beratung zum Beispiel für Bestelleltern, in deren Herkunftsland Leihmutterschaft verboten ist, wie bei uns, die also Probleme haben, das Kind legal zu importieren und es dann zu Staatsbürgerinnen des jeweiligen Landes erklären zu lassen. Die Tourismusindustrie steckt dahinter, denn es wird viel als ein Package-Deal angeboten, also wird den Eltern gesagt, ihr könnt Bestelleltern, ihr könnt in dem Hotel wohnen und wenn es was länger dauert mit der Geburt, dann macht ihr noch eine Tour nach Agra und guckt euch das Taj Mahal an. Dann werden auch viele der Leihmütter noch mal beschäftigt als auf der Rekrutierungsebene. Die gehen also dann in die Dörfer und in die Slums und erzählen den Frauen, das ist doch eine tolle Verdienstmöglichkeit und macht das doch auch und ich habe die Erfahrung gemacht und so weiter. Also wir haben ein ganz komplexes Gebilde von einem Markt um die Leihmutterschaft herum. Das ist in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Also ich, was ich jetzt erzählt habe, ist vor allen Dingen für Indien der Fall. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Russland. Da ist es anders. Also da ist das, diese Industrialisierung nicht so vorangeschreiten. In dem Prokla-Heft zu Biokapitalismus gibt es einen Artikel zur Leihmutterschaft in Russland, der gut ist, wo das man versteht, wie etwas anders organisiert ist. Wir haben also hier eine ganz multidimensionale Erschließung und Aneignung dieser neuen Verwertungsbereiche, nämlich Körper- und Lebensreproduktion und wie die Märkte oder wie der Markt in den Körper, also hier der Leihmutter, eindringt. Das wird auf eine rechtliche Basis gestellt. Es gibt einen Vertrag zwischen der Leihmutter, der Klinik und oder der Vermittlungsagentur, kann auch noch dazwischen sein, und den Bestelleltern. Aber das ist von Anfang an ein Vertrag zwischen höchst Ungleichen. Also die Idee eines Vertrages ist ja zwischen Gleichen, aber es ist von Anfang an ein Vertrag zwischen höchst Ungleichen. Denn welche Form von Wahlfreiheit oder Selbstbestimmung oder Verfügung über den eigenen Körper, müssen wir ja sofort fragen, gibt es für eine indische Frau aus einer unteren Kaste und aus dem Dorf oder Slum über ihren Körper als Produktionsmittel, als Eigentum? Welche Wahlfreiheit hat sie da? In der Regel, also in den guten Kliniken in Indien, ist der Mann der Leihmutter dabei. Eine Vorbedingung ist übrigens, dass sie schon geboren hat, dass sie eigene Kinder hat, mindestens eins oder zwei. Und das ist nicht nur, um zu beweisen, dass der Gebärapparat funktioniert, sondern auch, dass sie schon die emotionale Bindung an ein Kind hat und also bereit sein wird, das Neugeborene sofort abzugeben. Der Prozess ist eine Disziplinierung der Frau und eine Vorbereitung der Frau, die in der Regel in den meisten Fällen in Indien, in anderen Ländern ist es anders, 9 Monate dann einkaserniert wird und ständig medizinisch kontrolliert und überwacht und darauf vorbereitet wird in einem Disziplinierungsregime, dass sie das Kind gebärt, es nicht einmal sieht nach der Geburt und sofort abgibt, also keine emotionale Bindung aufbaut. Aber es herrschen die Prinzipien des Marktes. Und ein Prinzip des Marktes ist Effizienz. Das heißt, alle Kliniken und Agenturen machen Werbung damit, dass die Erfolgsquote der Einpflanzung des in-vitro-fertilisierten Fötus sehr hoch ist. Sie behaupten 2/3. Internationale Statistiken sagen alle nur maximal 1/3, aber da wird immer wieder behauptet 2/3. Aber es wird auch folgender Trick gemacht. Es werden in der Regel der Frau 5 Embryos auf einmal eingepflanzt. Deswegen kommt es auch sehr viel häufiger als normal zu Zwillings- und Drillingsschwangerschaften.
Und dann, die Bestelleltern wollen aber in der Regel nur eins, maximal zwei, werden die Überflüssigen sofort abgetrieben. Die Mutter, die Leihmutter wird darüber in der Regel nicht mal informiert. Gleichzeitig ist das andere Marktprinzip, das wirkt Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Und wir haben also in Indien, also der komparative Vorteil von Indien ist natürlich der Preis, ist halb so hoch wie in den USA, 50.000, 100.000 im Vergleich, ungefähr 100.000 Dollar. Wir stellen fest, dass die Preise für die Leihmütter keineswegs hochgehen. Die bekommen also um die 5.000 Dollar, manche etwas mehr. Aber es gibt auch jetzt schon Angaben, zum Beispiel von Frauen aus den untersten Kasten und von Muslimfrauen, dass sie sehr viel weniger bekommen, nur 2.000 Dollar, weil es dann immer wieder Abzüge gibt. Es ist absolut prekäre Arbeit. Das heißt, wenn die Frau eine Fehlgeburt hat, bekommt sie überhaupt nichts. Sie bekommt, wenn sie Glück hat, eine Chance von der Klinik auf einen neuen Zyklus. Aber die Tendenz ist durch den Preisdruck auf dem internationalen Markt und immer mehr Länder werden Leihmutterschaft anbieten und immer mehr Agenturen, dass die Preise nicht hochgehen, sondern eher informalisiert werden. Ja, unter diesen Bedingungen müssen wir dann das Thema Selbstbestimmung über den eigenen Körper auch als Produktionsmittel diskutieren. Die Motivation der Leihmütter in Indien ist völlig eindeutig das Verdienst. Es werden auch immer von einzelnen Zwangsfaktoren berichtet, dass also der Ehemann oder die Familie direkt Zwang ausübt und sagt, jetzt mach das doch, da verdienen wir so viel Geld mit und da können wir mit dem Geld das und das anfangen. Die Frauen zeigen alle ein Stück Stolz auf ihren Körper und auf diese Produktivkraft ihres Körpers. Sie wollen Anerkennung dieser Arbeit, sie betrachten das als Arbeit und sagen, die Schwangerschaften sind schwierig. Das ist natürlich durch diese ganzen Medikamente und Hormone, sind viel schwieriger als die eigenen, die sie vorher hatten. Und wollen Anerkennung von der Gesellschaft, wollen Anerkennung auch von den Bestelleltern, weil sie sehr stark empfinden, wir wollen nicht, dass unser Körper nur als Gefäß, als Ressource verwendet wird, und dass diese Verdinglichung stattfindet. Aber die Verträge behandeln die Frauen als Gefäße für diesen Prozess, verlangen eine ganz klar definierte Leistung und behandeln die Frauen nicht als Rechtsträgerin. Das ist dann auch relevant für unsere Diskussion, wo sollen wir Forderungen aufmachen. Und dann kommt dieser enorme enorme Verdinglichungs- und warenförmige und Entfremdungselement nach der Geburt, wenn also das Baby, die normalerweise oder sehr häufig warten, Bestelleltern draußen und die Ärztin sagt zu der Gebärenden, jetzt gebe ich das Baby an die Mutter. Und über diesen ganzen Prozess wird aber ein Diskurs gestülpt von eine fruchtbare, fortpflanzungsfähige Frau hilft einer unfruchtbaren Frau. Also eine Ökonomie der Gabe, die das Ganze ja moralisiert. Auch in Indien besteht eine sehr enge Konnotation zwischen Leihmutterschaft und Sexarbeit. Also immer wieder die Frage, das kann doch alles nicht so sein. Und ist da nicht eine Nähe zur Sexarbeit? Ganz stark bewegt sich also der Diskurs in Indien zwischen der Frau als derjenigen, die sich aufopfert für eine andere, also der Heiligen und der Hure. Tatsächlich haben wir es zu tun, wie ich am Anfang schon sagte, mit einer transnationalen Rekonfiguration von Reproduktion. Und zwar in einem sehr stratifizierten Rahmen. Also die Kategorien Klasse, Kaste, die Kategorien Hautfarbe oder Race und natürlich Nord-Süd,
arm-reich spielen bei, als Ungleichheitskategorien dabei eine sehr große Rolle. Die Inderin, die dazu am meisten Forschung gemacht hat, nennt den ganzen Prozess auch Neo-Eugenik. Und ich ordne es ein, auch in unsere imperiale Lebensweise. Uli Brandt und Markus Wissen haben das ja so definiert, dass wir mit unserer Lebensweise und mit unseren Wünschen und mit unseren, jetzt in Gänsefüßen, Rechtsansprüchen ganz stark auf Kosten des globalen Südens, auf Kosten anderer, auf Kosten der Natur leben. Ja, ich denke, mit unserer kategorialen Fassung von dem, was Susanne schon angesprochen hat und wir jetzt sicher weiter diskutieren, was geht da vor sich, was ist das für eine Arbeit? Auch für mich ist völlig klar, das ist ein Arbeitsverhältnis und ich bin da, wo es dieses Arbeitsverhältnis nun einmal gibt und schließe mich da Cooper an, muss dieses Arbeitsverhältnis verrechtlicht werden. Es darf nicht auf Kosten der, in diesem Fall der Leihmutter gehen, sondern wenn es ein Vertragsverhältnis gibt, müssen die Rechte oder die Leihmutter muss als Rechtssubjekt wahrgenommen werden und ihr von daher Rechte zukommen. Wie diese Rechte zu definieren sind, müssen wir verhandeln. Und vielleicht das ist das ein Punkt, um dann weiter zu diskutieren. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Richterich. Sie sehen, es ist ein unheimlich komplexes Thema. Ich habe hier auch noch mal zwei Nachfragen direkt zu dem, was du gesagt hast und würde dann eigentlich, glaube ich, weil die Zeit sehr fortgeschritten ist, gleich ins Podium gehen und meine Fragen dann einfach so ein bisschen en passant mit reinbringen, sonst müssen Sie so wahnsinnig lange zuhören. Aber zwei Sachen habe ich doch noch, Christa. Das eine ist, du hast gesagt, damit die Kliniken eine möglichst hohe Erfolgsrate bei der IVF haben, werden fünf befruchtete Embryonen eingesetzt, abgewartet, was passiert. Alle Überflüssigen werden abgetrieben. Was mich wundert, in einer so ja irgendwie schon sehr utilitaristisch geprägten Gesellschaft, das Phänomen oder die Möglichkeit der Embryonenadoption gibt es da nicht? Es ist nicht ist ja eine Debatte, ist ja eine Debatte, die hier läuft. Ja, was passiert mit überschüssigen oder überflüssigen Embryonen? Ja. Das wundert mich eigentlich. Es ist nicht bekannt, aber es läuft in dem Bereich so viel hinter den Kulissen. Okay. Also ich würde mich nicht anmaßen wollen zu sagen, was da geschieht oder nicht. Darf ich noch gerade eine Zahl ergänzen, weil ich auch gefragt wurde, wie viel denn? Also es gibt überhaupt keine zuverlässigen Zahlen, aber über Indien habe ich gelesen, seit es Leihmutterschaft gibt, 25.000 Babys sind aus einer Leihmutterschaft geboren. Okay. Die andere Nachfrage, die ich hab gelesen, im Auswärtigen Amt gibt es einen Hinweis, dass Kinder, die von Leihmüttern in Indien geboren sind, nicht davon ausgehen können, dass sie hier einen Reisepass bekommen. Das heißt, die dürfen nicht, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, nicht eingeführt werden. Ne? Also ne? Ist das so. Ne? Kinder, die in Kalifornien gemacht wurden, haben dieses Problem nicht. Warum? Ja, das ist meines Erachtens Widerspruch im deutschen Recht, dass also einerseits gesagt wird, es geht ja um die Staatsbürgerschaft, ne? Es geht um die Staatsbürgerschaft. Es geht, es bekommen nur Kinder die deutsche Staatsbürgerschaft, deren Eltern Deutsche sind. Und es ist nicht nachweisbar, dass die indische Frau, die ja mit einem anderen Mann verheiratet ist, es ist nicht nachweisbar, dass der Vater, der genetische deutsche Vater, wirklich der Vater ist, was nachweisbar wäre, aber das Gesetz sagt, das gilt dann nicht als Verwandtschaftsverhältnis, denn die indische Frau ist ja mit einem anderen Mann verheiratet und sie gilt als Mutter dieses Kindes.
in der rechtlichen Lage. So, und der Trick, der gemacht wird, natürlich gehen deutsche Paare nach Indien, der Trick, der gemacht wird, die indische Mutter bekommt das Kind, und es gab da einen Paradefall vor ein paar Jahren, und da hat dann ein Mann mit seinen Zwillingen mehrere Jahre in Indien gelebt, weil er nicht ausreisen konnte, beziehungsweise mit den Kindern nicht hier einreisen konnte, und der deutsche Botschafter sich geweigert hat, für die Kinder einen Pass auszustellen. Und dann sind ganz viele Tricks gemacht worden, und er hat die Kinder adoptiert, und dann werden die in Indien dann als deutsche Staatsbürger anerkannt und er kann sie importieren. Okay, bevor ich jetzt ins Publikum reingebe, vielleicht nochmal zwei so Überlegungen, die ich mir gemacht habe. Das eine ist, es ist in beiden Vorträgen klar geworden, dass über dieser ganzen Reproduktionsindustrie eine Ideologie liegt, die Ideologie der Gabe, die auch kritisch beleuchtet worden ist. Ich frage mich immer, ob man es wirklich nur als Ideologie sehen kann, aber es gibt ja Untersuchungen in Großbritannien, aber auch in anderen Ländern, Interviews mit Frauen, die das machen. Ob es wirklich tatsächlich nur eine Ideologie ist oder ob man die altruistischen Motive, die da vielleicht auch dahinter stehen können, ernst nehmen muss, wenn man sich mit dieser Problematik befasst. Das andere ist die Fragen, die Susanne, aber auch Christa aufgemacht haben: Wo stehen wir eigentlich? Wenn wir schon nicht verhindern können, dass diese Industrie vorangetrieben wird, wollen wir eine Verrechtlichung dieser Arbeitsverhältnisse oder müssen wir weiter dafür kämpfen, dass diese Dinge bei uns zumindest verboten bleiben, was natürlich damit einhergeht, dann, dass dieser Reproduktionstourismus weitergeht, die Frauen in den entsprechenden Ländern ausgebeutet sind. Und die dritte Frage, die ich hätte, wäre: Was ist das eigentlich wirklich für eine Arbeit? Funktioniert unser gängiger Arbeits- und Ausbeutungsbegriff für eine Arbeit, die doch sehr viel mit eigenen Befindlichkeiten einhergeht? Also das wären so diese Gedanken, die ich mir so darüber gemacht habe. Ich gebe jetzt aber ins Publikum, würde vorschlagen, dass wir zwei, drei oder vier Statements oder Fragen sammeln, dann wieder zurückgeben und dann Sie weiterfragen können. Und bitte sagen Sie vielleicht auch, wenn Sie eine konkrete Frage haben, an wen sie gehen soll. Ich glaube, es gibt Zahlmikrofone. Fragen? Hier? Hallo, meine Frage wäre, ich kann mir das alles selber nicht vorstellen, aber also das selber zu machen. Aber die Frage ist, werden Leute, also abgesehen von diesem Bild, dass man gerne selber anscheinend ein Kind bekommen möchte, gibt es da nicht irgendwie Alternativen zu? Und ist das zum Beispiel so gerade vielleicht bei gleichgeschlechtlichen Paaren, dass jetzt einfach nur als wilde Behauptung, wenn man zum Beispiel die Möglichkeiten gerade für gleichgeschlechtliche Paare in der Adoption oder so einfach ausweitet, wäre das eine Möglichkeit, zum Beispiel wirklich Alternativen zu schaffen, die auch gerne angenommen würden? Und ich weiß, dass manche wirklich eben diesen Wunsch haben, wirklich selber ein Kind zu bekommen. Und es gibt ja auch Hetero-Paare, die das nutzen, aber ob es da nicht irgendwie Alternativen gibt, ob Sie da was wissen. Ich sehe im Moment keine Wortmeldung, dann gebe ich einfach. Ich habe niemanden gesehen. Also als erste Alternative würde ich das auf jeden Fall immer angeben in der Diskussion. Also was ist das Besondere, das eigene, biologisch eigene, selber geborene oder genetisch irgendwie verwandte Kind zu haben im Verhältnis zu einer Pflegschaft oder Adoption?
Trotzdem würde ich auch vorsichtig sein, sozusagen die Alternative der Adoption als das andere Projekt des eigenen Kindes da so stark zu machen, weil da auch viele Machtverhältnisse, problematische Verhältnisse in der internationalen Adoption sich auch eine Rolle spielen. Und trotzdem würde ich auch sagen, dass die Gesetzgebung da dazugehört, das zu diskutieren, auf jeden Fall. Aber ich würde es weiterdenken, zusammenleben mit anderen, auch mit anderen Kindern von anderen, kollektiver denken, als jetzt sozusagen das Ersatzmodell der Kleinfamilie mit dem adoptierten Kind nur zu denken, weil vieles ist da drin auch gleich oder ähnlich, würde ich mal sagen. De facto ist es so, dass die Zahl von Adoptionen zurückgegangen ist und die Paare, die also sagen, wir wollen ein eigenes Kind, da geht es wirklich um das eigene und diese Idee von dem eigenen. Und ich meine, das muss man ja auch weiterdenken. Was ist denn, wenn nun Frauen, die auf diese Art und Weise ein eigenes Kind haben, mit einer Leihmutterschaft produzieren lassen, wenn sie sagen, ja, aber ich will doch das Erlebnis der Schwangerschaft, das macht mich als Frau und Mutter, macht Mutterschaft aus. Suchen wir dann nach Möglichkeiten, das hat es jetzt erstmalig vor ein paar Jahren gegeben, der Uterusimplantation. Also es ist ja die Frage, soll diese Idee der technischen Machbarkeit immer weitergehen und immer nur mit diesem Anspruch, haben wir nicht ein Anrecht auf ein eigenes Kind oder auf die eigene Erfahrung von Mutterschaft durch Schwangerschaft und so weiter und so fort. Das ist das eine. Und das andere ist ja, wir haben ja viele Modelle, die im Augenblick hier schon ausprobiert werden. Und wir sind ja wirklich in so einer Experimentierphase in unseren Gesellschaften, in mehreren Gesellschaften. Nicht nur Patchwork-Familien, sondern wo alles Mögliche versucht wird, auch aus der Perspektive von Selbstbestimmung, wo verschiedene Menschen sich zusammentun und neue Familien und soziale Modelle jenseits der Kleinfamilie und von Heterosexualität ausprobieren und versuchen, das in einer selbstbestimmten Art zu machen. Dieses Motiv der Selbstbestimmung dabei, wie weit kann das gehen? Und wie weit kann das Motiv der Selbstbestimmung sich auch des Marktes bedienen? Das müssen wir dann weiter diskutieren. Hier war eine Frage. Mein Name ist Sibylle Plockstedt. Ich habe zwei Fragen. Eine sind die Kliniken von Professor Zech, die sich rund um Deutschland herum etabliert worden, auch einmal untersucht worden. Da geht es ja um künstliche Befruchtung, aber auch mit mehreren Eizellen. Und das Zweite, wie ist eigentlich das Schicksal der Kinder? Also wenn vorhin über Adoption gesprochen wurde, da weiß man, wie oft auch Adoptionen schieflaufen, weil die Kinder sozusagen die Trennung von den eigentlichen Eltern nicht aushalten. Jedenfalls ist das so zumindest eine These, weshalb manche Adoptionen schieflaufen. Und die Frage ist, wie ist das eigentlich bei Leihmutterschaften oder entsprechenden fortpflanzungsindustriellen Lösungen? Was passiert da mit den Kindern? Also zu Professor Zech weiß ich jetzt leider nichts. Können Sie vielleicht noch selber ein bisschen mehr dazu sagen? Ich denke mal, ist einer, der vermittelt wahrscheinlich zu internationalen Kliniken. Nein, der hat Kliniken rund um Deutschland. Ah, okay. Mhm. Also in der Schweiz, in Tschechien und so weiter. Aber da weiß ich jetzt keine genauen Angaben zu dessen Klinik jetzt gerade. Die andere Frage war jetzt zu der Frage der Subjektposition des Kindes. Also ich finde es schwierig, genauso wie ich es schwierig finde, das Subjekt der Eizellgeberin und der Leihmutter zu beschreiben und zu wissen, was die denkt und fühlt, finde ich sehr schwierig, das zu tun. Genauso finde ich es problematisch, sozusagen dem Kind vorgeburtlich also eine Bindung zu der Leihmutter oder sowas zuzuschreiben. Also das wäre dann, würde grundsätzlich dagegen sprechen, dass Leute andere, also Kinder aufziehen, die sie nicht geboren haben. Also das fände ich problematisch, so zu argumentieren.
da würde ich auch vorsichtig mit verschiedenen Studien sein, die es da jeweils zu gibt. Also da finde ich andere Fragen wichtig, was das Kind angeht. Also es gibt natürlich die Debatte um das Recht des Kindes auf Wissen über seine genetische Herkunft. Auch da finde ich, es ist in dieser Gesellschaft, die so genetifiziert ist, sicher auch eine Frage, dass es eine psychische Disposition ist, eine psychische Frage ist, zu wissen über die genetische Herkunft. Aber ich fände das viel wichtiger, das breiter zu diskutieren und nicht nur für die, die sozusagen in diesem Rahmen aktiv sind, sondern allgemeiner das Kind als Projekt der eigenen Wünsche und der eigenen Lebenspläne und der eigenen Qualitätsvorstellung. Also, genau. Ja, genau. Deswegen überlege ich gerade von dem Kind aus, welche Kinderrechte geht es da. Ne? Sicher wird das Kind ja auch zur Ware, das wäre die Debatte um die Leihmutterschaft, allerdings nur in einem Moment. Also das hat, finde ich, Melinda Cooper ganz gut beschrieben. Die Bestelleltern in diesem Vertrag stehen von vornherein fest und es wird sozusagen von vornherein geklärt, wenn der Vertrag gut läuft, dass die Eltern sind. Ne? Das ist, finde ich, schon ein Problem jetzt im Bezug auf den Vertrag, weil es sozusagen, also sie diskutiert das eher im Sinne von Arbeitsrecht. Als Arbeitsrecht müsste eigentlich greifen, dass die Frau, die das Kind, also die Leihmutter eigentlich das Recht haben müsste, auf die Möglichkeit, jeden Moment den Vertrag zu unterbrechen, weil das im Arbeitsrecht sonst auch so ist und stattdessen vielleicht Kompensationszahlungen zu machen. Aber sie hat eigentlich nicht die Pflicht, sozusagen, sie kann jeden Moment theoretisch im Arbeitsrecht den Arbeitsvertrag kündigen. Das kann sie bei der Leihmutterschaft nicht. Das ist ein Unterschied nämlich zum Arbeitsvertrag im klassischen Sinne. Da kommt sowas wie die bestimmte Leistung juristisch ins Spiel. Das heißt, die Bestelleltern sagen von Anfang an, ich habe sorgerechtlich das Recht auf dieses Kind. Und da kommt nämlich kein Arbeitsrecht ins Spiel, sondern Familienrecht, ne? Sorgerecht. Ne? Und das ist eine komplizierte Gemengelage, wo wir auch überlegen könnten zu sagen, wenn schon Arbeitsrecht, dann aber auch richtig. Also dann auch die Möglichkeit, jederzeit noch entscheiden zu können. Ne? Also das ist eine andere. Das ist jetzt eine Perspektive von der Leihmutter aus. Von dem Kind bin ich skeptisch, ob wir das zu stark in so eine Richtung denken sollten. Trotzdem, also wir haben da noch keine, also ich kenne keine Erfahrungen damit, dass Kinder, die von einer Leihmutter geboren worden sind, dann später, genau wie wir das von Adoptivkindern wissen, dass die ihre dann Mutter, Leihmutter suchen wollen und so weiter. Die Erfahrung haben wir noch nicht, aber ich denke, da müssen wir mit rechnen. Also muss man mit rechnen, dass das genauso passieren wird wie mit Adoptivkindern. Ja. Also ich würde gerne nochmal an Sibylle Pluckstedt anknüpfen. Mein Name ist Helga Kirchner, weil ich denke, es gibt, für mich ist die Perspektive, das nur unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsrechts zu betrachten und gewissermaßen den Subjektstatus des Ungeborenen quasi völlig wegzuschieben, insofern auch ein bisschen unbefriedigend, als wir doch im Grunde aus der pränatalen Medizin wissen, dass es durchaus prägende Einflüsse gibt, aus den Bedingungen, in denen eine Schwangerschaft sich entwickelt. Und wenn ich mir gewissermaßen die Klinifizierung von 9 Monaten Schwangerschaft unter Kasernierungsbedingungen vorstelle, die ja auch auf die, weiß ich was, den psychischen Haushalt dieser Leihmutter nicht völlig einflusslos wahrscheinlich ablaufen würden, finde ich, ist es nochmal ein wichtiger Gesichtspunkt, der nicht unter den Tisch fallen darf, nach meinem Dafürhalten. Jenseits dieser Frage, dass ein Kind, das adoptiert wurde, wir wissen es eben aus vielen Fällen, irgendwann den Wunsch vielleicht auch hat, wo sind denn eigentlich meine tatsächlichen Wurzeln? Da gibt es dann ja auch eine Menge von Regelungen. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, auch nochmal diesen Aspekt mit in den Blick zu nehmen. Hier ist eine Wortmeldung. Hallo, Stefanie Lohaus vom Missy Magazin. Mir schwirrt total der Kopf. Und ich finde es sehr schwierig, also ich bin sehr hin und her gerissen zwischen eben genau dieser Position von Selbstbestimmung und Möglichkeiten und eben, also das, was das, die ganzen Implikationen, die das hat, die schockieren mich total. Also ich war auch nicht besonders in dem Thema drin. Und was ich mich jetzt aber auch nochmal frage, ist, was sagen denn Feministinnen in Indien dazu? Was ist deine Position? Also um einfach nochmal auch andere Positionen, also was... Ja. Ja, erstmal sind, denke ich, die meisten Feministinnen sind von der grundsätzlichen Einstellung sehr, sehr kritisch gegenüber dem, was da passiert und welcher Markt sich da so schnell entwickelt hat. Vor allen Dingen aber gegenüber der Position des Staates,
der eigentlich diese Branche fördert, diesen Geschäftszweig fördert, aber nicht reguliert. Und was also diejenigen, mit denen ich zu tun habe und zusammenarbeite, ich war auch vor 2 Wochen wieder da, die fordern eine Regulierung des Bereichs, also dass der indische Staat auf jeden Fall ganz klar der, ja, einerseits der Industrialisierung, die Industrialisierung überwachen muss und regulieren muss und auch ihr Schranken setzen muss und dieser Tendenz zur Informalisierung und weiteren Prekarisierung gegensteuern muss. Und das heißt eigentlich, die Rechtsposition der Frau in dem Vertrag stärken müsste. Denn es ist, also man kann nicht davon ausgehen, dass der indische Staat seine Legalisierung zurücknimmt. Nein, das ist inzwischen ein wirklich boomender Geschäftszweig. Aber es wird Regulierung gefordert, es wird Verrechtlichung gefordert, mit Blick darauf, dass, weil das eben so weit fortgeschritten ist in Indien, die Frau das wirklich unter rechtlichen Bedingungen, dass ihr Rechte zustehen. Und dabei wurde auch diskutiert, soll sie ein Recht haben, irgendwann im Laufe der Schwangerschaft zu sagen, nee, ich will das Kind nicht abgeben. Aber da wird der Vertrag, also der Vertrag, denke ich, das wird vertraglich nicht durchsetzbar sein. Dieser Punkt wird vertraglich nicht durchsetzbar sein. Aber zum Beispiel mehr soziale Sicherheit, dass Frauen, bei denen das nicht klappt oder die eine Fehlgeburt haben, dass die entschädigt werden und so weiter. Für diese Formen haben, also das ist was, was ich von den indischen Feministinnen kenne. Wäre das denn dann sinnvoll aus einer globalen Perspektive heraus, eben wenn es nun konzentriert ist, auf verschiedene Orte eben das in Deutschland zu erlauben? Also jetzt, also weil zum Beispiel vielleicht es möglicher wäre, Leihmütter in Deutschland bessere arbeitsrechtliche Bestimmungen zu geben. So, also ich sage jetzt einfach nur so, ich spinne jetzt so Sachen, ne? Das ist so, was denkt ihr darüber? Also wie gesagt, das ist ja jetzt auch die Diskussion dazu, ne? Also ich finde, politisch würde ich auch als bewegungsorientiert mich nicht so stark in die Rolle des Staates versetzen, sondern erstmal als erstes sagen, wir wollen diese Arbeitsverhältnisse international nicht und müssen auch uns Bündnisse schließen, und wenn, dann wollen wir die Kämpfe unterstützen, die für bessere rechtliche Bedingungen sind, ne, als zweiter Schritt. In Deutschland, also ich weiß, dass europaweit doch ein relativ regulierter Markt ist, also dass es nicht so ist, was behauptet wird jetzt von Melinda Cooper zum Beispiel und Kathleen Waltby, dass es ganz stark eine Illegalisierung hervorrufen würde, oder wenn das nicht reguliert, also wenn das verboten ist überall, sondern es wird überall juristisch auch reguliert. In Spanien gibt es also hinter Gesetzgebung und alle möglichen Regulierungen. Und ich fände als Signal, jetzt sozusagen im vorauseilenden Gehorsam, also hinter der Reproduktionsindustrie herzurennen und das alles mitzumachen, falsch weiterhin. Ne? Weil es die Haltung wäre, ja, wir finden diese Arbeitsverhältnisse okay, aber es ist diese Diskussion darum. Ne? Also ich kann jetzt auch nichts anderes sagen. Ich finde das Wichtige, dass es internationale Bündnisse gibt, dass wir uns nicht hier so sagen, ja, es ist hier irgendwie so geregelt, sondern dass es Austausch zwischen Feministinnen und möglichst auch zwischen Frauen gibt, die in dem Bereich arbeiten, und darüber eine Diskussion. Ne? Und das ist leider noch viel zu wenig der Fall auch. Ne? Aber es ist halt ein Dilemma, in dem wir stecken und wo wir im Augenblick also einfach so nicht rauskommen, kategorial und rechtlich. Wenn wir die Anerkennung der Arbeitsverhältnisse fordern, und die indischen Leihmütter wollen das und die indischen Feministinnen unterstützen das, dann tragen wir zur Normalisierung dieser Verhältnisse und dieses Marktes bei. Das ist ein Dilemma. Auf der anderen Seite Verbot, ein nationales Verbot bei diesem transnationalen Business, macht ein nationales Verbot, das ist einfach keine adäquate Antwort. Das macht eigentlich keinen Sinn. Wir brauchen globale Strategien, also müssten wir vor allen Dingen auch zum Beispiel in der EU irgendwelche Harmonisierungen verhandeln oder vor allen Dingen diskutieren darüber, damit die negativen Folgen eines Verbots
nämlich der Gang in die Illegalität einerseits und andererseits diese Ausweichrouten, damit das nicht die Normalität wird. Also wir stecken in dem Dilemma. Vielleicht noch dazu, vielleicht ist auch ein Unterschied ist auch in der Eizelltransfer, dass es ja weitgehend jetzt europäisch relativ geregelt wird. Also in Europa die Kliniken sind, wo deutsche Frauen dann zum Beispiel hingehen und da ja immer noch diese Verlogenheit vorherrscht, dass es eine Spende ist mit Bezahlung. Und da hätte es verschiedene Momente gegeben, wo auch europaweit gesagt werden könnte, wir erlauben solche Aufwandsentschädigungen nicht, die ja eigentlich eine Bezahlung sind. Und in dem Moment hätten solche Arbeitsverhältnisse auch nicht etabliert werden können. Ne? Und da gab es eigentlich zu wenig Proteste, denke ich auch, oder zu wenig Diskussionen dazu. Ne? Mhm. Habe ich jetzt irgendjemand übersehen? Sonst würde ich jetzt noch mal... Ah ja, da hinten gleich nochmal. Ich wollte vielleicht noch einen Satz oder zwei Sätze dazu sagen. Also was ihr beide gesagt habt, es stimmt, das haben wir hier jetzt in dieser Veranstaltung, diesen Aspekt der Frage, welche Rechte die Kinder haben, die bei dieser Reproduktionsarbeit rauskommen, haben wir hier vernachlässigt und zwar einfach schlicht und ergreifend deswegen, weil wir sozusagen darauf fokussieren wollten, auf diese Eigentumsverhältnisse und auf diesen neuen Arbeitsmarkt, der sich da aufmacht. Deswegen, das war jetzt nicht so der Schwerpunkt jetzt dieser Veranstaltung, aber es ist uns, glaube ich, klar. Aber vielleicht ein Satz noch dazu, weil das gerade noch mal anschließt, was eben gesagt wurde. Ich habe also diese Frage, ob man es jetzt freigeben soll hier oder nicht, es gibt noch einen anderen Aspekt dabei. Ich habe von meiner Kollegin in der Taz einen Satz gefunden, die einen Artikel zu Leihmutterschaft geschrieben hat. Die schreibt dann, wenn die ungeregelte Lage dazu führt, dass Frauen ins Ausland abwandern und ausländische Klinik viel daran setzen, den deutschen Markt zu erobern, muss dann die Politik nicht einschreiten, wenn schon nicht zum Wohl der Frauen, so doch des Wirtschaftsstandorts. Es geht nämlich auch noch... Hat eine Feministin geschrieben. Es geht, das muss man nämlich sehen, es gibt hier eine ganz starke Wirtschaftslobby in diesem Bereich Reproduktionstechnologie, das muss man immer wissen, die wahnsinnige Pressure Groups haben und wollen, dass das hier freigegeben wird. Da geht es schlicht um Konkurrenzen. Jetzt hat aber, wo war es, hier hinten? Da. Ja, ich glaube, das schließt ganz gut an. Also ich wollte eine etwas übergeordnete Frage stellen, nämlich, seit wann es diese Forderung, dass Reproduktion ein Menschenrecht ist, gibt, wer da so die Akteure, Akteurinnen sind, also welche Gruppierungen und vielleicht auch, was sie für soziologische, psychologische Erklärungen dafür haben, dass diese Diskussion so aufkommen kann. Also ich weiß es, dass es genauso steht in dem Augsburger Münchner Gesetzentwurf, der von Reproduktionsmedizin nahen Juristen so geschrieben ist. Ich weiß auch, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof einmal gesagt hat, in Bezug auf Österreich muss, wenn die Samenspende erlaubt ist, muss auch die Eizellspende erlaubt werden, weil das sozusagen identisch wäre und ein Menschenrecht. Das ist aber in der nächsten Instanz wieder gecancelt worden. Das heißt, es gibt so auf verschiedenen Stellen bei denjenigen, die für eine Legalisierung dieser ganzen Angebote der Reproduktionsmedizin sind, den Versuch, das vorzubringen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das eine Vordenkerin oder ein Vordenker speziell dazu gibt. Ich glaube, es gibt auch in Costa Rica gab es mal eine Debatte vor dem Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof. Das Verbot der IVF in Costa Rica mit dem Menschenrecht sozusagen zu torpedieren. Genau, das waren so verschiedene Ebenen, wo das versucht wird, auf so einer Menschenrechtsebene zu verhandeln. Und in dem Gesetzentwurf steht die personale Identität, also Fortpflanzung oder Kinder haben es ein essentieller Teil der personalen Identität. Das ist die Argumentation dazu. Das wäre ja auch zu diskutieren. Ne? Ja, aber als Menschenrecht ist es, glaube ich, nirgendwo festgeschrieben oder kodifiziert, sondern immer als Naturrecht, als gesellschaftliches Naturrecht unterstellt. Ich denke, wir kommen an der Eigentumsfrage, die Helga Kirchner nochmal aufgeworfen hat, kommen wir irgendwo nicht vorbei. Und da ist die rechtliche Situation überall absolut widersprüchlich. Ich glaube, in Irland gab es eine große Diskussion. Da sind Frauen mit ihren von Leihmüttern geborenen Kindern nach Hause gekommen und haben gesagt, das sind Babys und wir wollen jetzt Elternzeit haben.
oder Mutterzeit oder Elternzeit haben. Und da sagt das europäische Recht, also ich glaube, das ist noch in keinem Land, dass ein Paar, das ein Kind von einer Leihmutter geboren hat, dass das für dieses Kind Elternzeit bekommt. Also, und das ist ja, da wird dann die genetische Elternschaft nicht anerkannt vom Gesetz. Sibylle? Ja? Mikro. Ich sehe euch unheimlich schlecht hier oben, es blendet so. Ich habe noch mal eine Frage zu den übrigen Arbeitsverhältnissen. Wir sprechen jetzt immer nur über die Mütter, also Leihmütter oder wie auch immer. Die Ärzte, die Schwestern, wenn über einen Wirtschaftsstandort in dem Zusammenhang gesprochen wird und den Erfolg eines Wirtschaftsstandorts, dann wird doch dort auch sehr viel Geld verdient. Da geht es nicht nur um die Ebene, jetzt was kriegen die Leihmütter, sondern was kriegen sozusagen die Ärzte? Haben wir die sozusagen als Helfer oder als Verbrecher einzutüten? Eins von beiden, würde ich mal sagen. Es sind Unternehmer, es sind private Kliniken und die funktionieren nach ihrer Logik hier, ihre Angebotspalette zu erweitern, verdienen relativ gut an den verschiedenen Verfahren. Ich würde das jetzt auch nicht irgendwie verteufeln oder so. Ich finde aber problematisch, dass sie eine enorme Stimme in der Politik haben, also und in den Medien auch. Ne? Also dass eigentlich mit Privatinteressen bestückte Experten vor dem Ethikrat als Experten auftreten, in den Medien als Experten auftreten und dann nicht klar wird, dass das irgendwie nicht unabhängige Experten sind, sondern... Also eine IVF-Behandlung kostet, glaube ich, das wissen andere, 1.500 bis 3.000 Euro, ne? Mehr 3.000. Aber also in Indien werden jährlich mit Leihmutterschaft 450 Millionen Dollar umgesetzt. Der Umsatz. Also ich weiß es auch nicht, in Spanien in den Kliniken, wenn man also den Eizelltransfer plus IVF, dann da geht es auch um ein paar tausend Euro, aber genau weiß ich die Zahl jetzt nicht. Das ist auch von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Ne? Ich habe im Moment keine Wortmeldung mehr. Ich möchte aber doch noch mal eine Frage an euch beide stellen, die ich vorhin schon so ein bisschen aufgeworfen habe. Also wie seht ihr das? Diese Frage mit diesem Arbeitsbegriff und Ausbeutungsbegriff, mit dem wir da rangehen, was ist das eigentlich für eine Arbeit? Ist dieses Kind, was da rauskommt, ein Produkt, ein Eigentum, was ich verkaufen darf? Also ich glaube, das sind doch relativ entscheidende Dinge. Also kommen wir eigentlich mit unserem begrifflichen Instrumentarium, was wir in diesem Bereich haben, überhaupt weiter? Oder müssen wir da nicht einfach auch neuere oder weiterdenken? Ja, also ich denke, damit hast du schon die Antwort gegeben. Die Marxologinnen unter den Feministinnen haben schon viel diskutiert, wo ist denn da die Kapitalverwertung? Was ist genau der Wertschöpfungsprozess? Wo ist der Mehrwert? Und so weiter und so fort. Und ich habe da auch drüber nachgedacht, aber möchte mich eigentlich nicht weiter damit beschäftigen, in diese kategoriale Ausdifferenzierung reinzugehen. Ich finde, wir müssen eine neue Sprache erfinden. Das sind völlig neue Phänomene. Es ist auch eine neue, also wir haben hier oben, glaube ich, einen Konsens. Das sind Arbeitsverhältnisse, aber es sind völlig neue Arbeitsverhältnisse. Und die müssen wir kategorial auch neu bestimmen, und da finde ich es eigentlich am besten, pragmatisch vorzugehen. Und ich selbst bin nicht weitergekommen, jetzt immer wieder zu gucken, wo ist da die Kapitalverwertung und der Mehrwert. Und es ist klar, wir haben Märkte. Ich argumentiere mit diesen Märkten, und auf diesen Märkten wird was angeboten und verkauft. Und das ist also die Warenförmigkeit. Und mit diesen Kategorien müssen wir dann, denke ich, flexibel weiterarbeiten und gucken, wie wir es fassen. Und wir sind da ganz, ich denke, auf einer analytischen Ebene, auf einer deskriptiven können wir das machen, aber auf einer analytischen, die weitergeht und wo sich dann auch politische Forderungen anschließen,
Da sind wir erst am Anfang. Ja, also dem würde ich jetzt einfach nur zustimmen. Ich wollte auch nochmal sagen, dass ich das Unbehagen wichtig finde, was Melinda Cooper formuliert, nämlich, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir sozusagen auf der einen Seite diese Ausbeutungsverhältnisse sehen und auf der anderen Seite so eine geschützte Welt der Familie, der Kleinfamilie mit geordneten Beziehungsverhältnissen als das positive Gegenbild, was sozusagen wieder verteidigt werden soll. Ne? Was ja auch im Grunde die Bestelleltern in Anschlag nehmen oder für sich in Anspruch nehmen, wenn sie das Recht auf dieses Kind vor das Arbeitsrecht sozusagen der Arbeiterin stellen. Ne? Und von daher geht es gerade um diese Schnittstelle, wie in der bezahlten Hausarbeit, wie in der Sexarbeit vielleicht nochmal anders, sobald sie als Arbeitsverhältnis etabliert ist, aber auf jeden Fall in dieser Frage, wie können wir feministisch diese Arbeitsverhältnisse diskutieren, die eben bezahlt sind, aber pseudo sozusagen mit dem Körper, mit der Idee vielleicht der sozialen, mit der altruistischen Verhältnis auch noch Leben zu spenden, mit diesem ganzen Diskurs, ne? Ich fände es da sehr schwierig, sowohl behaupten, das ist die Subjektposition der Eizellgeberin und das ist die Subjektposition der Leihmütter im Allgemeinen, sondern es geht um Verhältnisse weltweit. Ne? Und die sind, ja, da müssen wir auch neue Kategorien finden, aber nicht sozusagen in so eine konservative Abwehrreaktion geraten, zu sagen, wie schlimm. Ja? Weil dann frage ich mich, was ist wann auch schlimm in einer ganz normalen Kleinfamilie und deren vielleicht auch problematischen Machtverhältnissituation. Ne? Hier war noch mal eine Nachfrage oder eine genau, ich Statement? Ich habe eigentlich nur eine so praktische Frage, und zwar, wer sind in Deutschland die Akteure? Also bei welchen Namen oder Organisationen muss ich aufhorchen und vorsichtig sein? Die Lobbyisten, also ihr spracht ja von den Lobbyisten, die sozusagen als Experten auftauchen. Wer ist das? So. Also zum Beispiel die Firma Merck in Darmstadt ist weltführend in Bezug auf die Hormone, die den Frauen gegeben werden müssen, um also erstmal ihren Zyklus zu unterbrechen und dann einen neuen Zyklus und die Vorbereitung für das Implantieren des befruchteten Embryos. Also um einen Namen aus der Namen zu nennen, ne? Pharmaindustrie. Ich kann vielleicht noch, also ich glaube, wir müssen uns auf was anderes einstellen. Ich glaube, es wird so laufen, so ähnlich wie bei der PIT. Es gibt Gerüchte, dass Ärzte... Präimplantationsdiagnostik. Also bei der Präimplantationsdiagnostik, es gibt ja eine lange Diskussion gegeben, also über 10 Jahre oder noch länger, ob in Deutschland die PIT-Präimplantationsdiagnostik eingeführt wird. Die ist dann dadurch über die Hintertür quasi eingeführt worden, dass ein Arzt sich selber angezeigt hat, dass er die Präimplantationsdiagnostik durchgeführt hat, das durch ein oberstes Gerichtsurteil quasi als legal bezeichnet worden ist und der Bundestag dann auf diese Weise derart unter Druck geraten ist, dass das sozusagen er es dann am Ende durchgewunken hat. Und ich denke, dass wir uns darauf einstellen sollen, dass es zumindest mit der Eizellspende, ich glaube mit der Leihmutterschaft nicht, aber mit der Eizellspende eine ähnliche Richtung nehmen wird. Also es gibt Gerüchte darüber und ich glaube, das sollten wir, also in diese Richtung wird es in Deutschland zumindest geben. Es gibt einfach eine sehr, sehr starke Lobby hier, die zum Beispiel die Eizellspende hier legalisiert sehen will. Ja, zu den Namen, also ich bin ehrlich, eher vergesslich, was Namen angeht, aber im Deutschen Ethikrat sitzt Herr Taupitz, es gibt Herrn Diedrich, der immer wieder im Fernsehen auftritt, es gibt die Leopoldina und die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, die dann relativ viel Raum zumindest diesen Leuten auch gibt. Das sind so Orte, wo sowas stattfindet. Gut, wenn es dann keine Nachfragen mehr gibt, würde ich sagen, wir sind auch... Ach, wo? Ich dann nochmal. Es tut mir wirklich leid, es blendet mich hier. Ich wollte nur noch mal fragen, weil ich es wahrscheinlich verpasst habe, ist die Unfruchtbarkeit jetzt immer die Voraussetzung, dass die Leihmutterschaft durchgeführt werden kann, oder ist das gar nicht so?
Also die Frage läuft darauf. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das ein Kriterium ist, wenn es einen Vertrag gibt. Also es kontrolliert jetzt niemand, ob vorher wie viele Verfahren der Behandlung ein Paar gemacht hat, was dann in, was sich in Indien einen Leihmutterschaftsvertrag unterschreibt. Ne? Es gibt, glaube ich, eher die Debatte um die in der indischen Rechtsprechung, die aber immer noch nicht durch ist, soweit ich weiß, könntest du noch mal bestätigen, ob das ein Paar ist oder ein heterosexuelles Paar, was bestellt als Kriterium, oder ob es ein schwules Paar ist, das soll dann eventuell ausgeschlossen werden in der indischen Gesetzesprechung. Also solche Kriterien werden da dann. Ja, eher. Das ist reguliert. Also es gab zum Beispiel einen Fall Baby Manji, von einer Leihmutter geboren, und die japanischen Bestelleltern hatten sich vor der Geburt scheiden lassen. Und dann hat der Mann gesagt, aber ich will das Kind haben. Und dann hat ein indisches Gericht gesagt, nee, das ist keine Familie wird da gegründet, weil kein heterosexuelles Paar da ist. Das Kind soll jetzt bei der Leihmutter bleiben. Also das war ein anderer Fall, wo dann auf einmal die Leihmutter das Kind behalten sollte. Ja, also die Frage, die sich mir stellt, jetzt unabhängig vom Recht auf Kind, kommt dann ja auch nochmal der Aspekt rein, der Auslagerung von Geburtsarbeit und so weiter. Und gibt es das nicht schon dann? Also dass Leute jetzt, also da sehe ich das, also das könnte ja auch eine Konsequenz sein, wenn man es zu Ende denkt, dass eben Menschen die Schwangerschaft dann an andere abgeben. Ja, also bei dem Vertrag in Indien, denke ich, ist das überhaupt nicht reguliert. Also dass jetzt das Paar unfruchtbar sein muss, ist nicht reguliert. Es gibt auch viele Fälle, wo Paare schon ein Kind haben und unbedingt ein zweites wollen, ein zweites eigenes wollen. Und das ist auch anerkannt worden in Indien. Sonst noch Fragen? Jemand übersehen? Das ist nicht der Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden diese Veranstaltung sozusagen vielleicht als ein Aufschlag. Mehr kann es, glaube ich, im Moment nicht sein. Sie haben wahrscheinlich vielleicht eine Vorstellung bekommen, dass dieses Thema aufgespannt ist. Einerseits zwischen Ansprüchen auf Selbstbestimmung, also Selbstbestimmung im Rahmen des Kinderbekommens, der Reproduktion, andererseits des Schutzes derjenigen, die diese Arbeit verrichtet, dann auch des Schutzes der Kinder, die bei dieser Arbeit herauskommen, und nicht zuletzt von ökonomischen Interessen. Das heißt, das ist wirklich, um nur ein paar zu nennen, es ist wirklich ein sehr, sehr weit gespanntes Feld. Und ich glaube, wir werden in Zukunft noch viel darüber sprechen müssen. Ich danke, dass Sie an die Referentinnen, und ich danke, dass Sie gekommen sind, und wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Kongress.